Hallöchen und herzlich willkommen zu einer Doppelfolge für unseren geliebten Sportwagen. Und damit ein herzliches Hallo, Sebastian hier von DEFMA Models. Ja, willkommen zum Porsche 911 und zwar, wie schon angekündigt, heute mit einer Doppelfolge, nämlich 68 und 69. Ja, denn Grund ist der, dass wir ja hier nur zwei Bauteile haben, nämlich das Ersatzrad, welches ja dann hier von in unser tollen Kofferraum reingehört. Ne? Und dann haben wir natürlich noch hier in der Kiste noch ein paar Details, die in selbiger natürlich noch Anwendung finden. So, holen wir uns natürlich erstmal Licht über den Tisch. So, da haben wir jetzt das Ersatzrad, welches, wie man hört, natürlich auch aus Metall ist. Und ja, da werden wir jetzt einfach mal den Profilgummi hier noch drüber stülpen. Schauen wir eben, ob hier irgendwas Interessantes drauf steht. Fredestein Space Master 165-15. So, also gucken wir mal, dass wir hier schön über die Felge drüber gezogen bekommen. Vom Erwärmen steht hier jetzt in der Anleitung nichts. Also gehe ich mal davon aus, dass das machbar ist ohne. Aber der ist eigentlich recht flexibel, der Gummi. Ja, das passt. So, fein, ne? Da haben wir den ja auch drüber. Und genau, dann kommen wir nämlich schon zur nächsten Tüte. Deswegen habe ich gesagt, ich mache mal eine Doppelfolge, weil sonst wären wir nach einer halben Minute schon fertig. Dann müsstet ihr mein dummes Gequatsche wieder länger ertragen, als das, worum es eigentlich in dem Video geht, ne? Da schauen wir mal, was hier alles dabei ist. Also wir haben jetzt hier einen vorderen Querträger. Ich gehe mal davon aus, dass das das Metallteil hier ist. Jawohl. Das müssen wir jetzt bloß noch irgendwie heil hier rausbekommen. Also das ist der vordere Querträger. Dann haben wir irgendwo eine VIN-Plakette. Ah, das ist die kleine hier. Habe ich irgendwo was zum Greifen? Da. Das ist das die hier. Das ist hier so ein kleiner Metallstreifen. Auf der Rückseite ist ein Aufkleber drauf. Also so ein selbstklebendes Ding. Und hier auf der Seite, das wird man wahrscheinlich jetzt sehr schlecht erkennen. Aber da sind so einzelne Daten eingepresst oder so eingestanzt. Schau mal, ob man irgendwas davon lesen kann. Also hier steht jetzt nur irgendwas mit Tring, HE, dann irgendwas mit Porsche, KG Stuttgart, Zuffenhausen. Ja, und dann so ganz kleine Details, die ich aber jetzt ohne Lupe nicht erkennen kann, was die heißen. So, dann haben wir noch 69C, das ist die Platte für die Motorhaubenverriegelung, das ist diese hier. Dann ist hier so ein weißer Stutzen. Das ist die Kappe für den Waschwasserbehälter.
Und anschließend noch hier so ein schwarzes Gerät. Das ist der Einfüllstutzen für den Waschwasserbehälter. So, dann haben wir hier noch zwei Schraubbeutel, einmal GM und KM. Und da ist die Kiste hier schon mal leer. Der Test der Müll kommt vom Tisch. Super. So, also. Dann legen wir mal los, wa? Würde ich sagen. Und stecken zuerst mal diesen Stutzen hier auf den, oder den Deckel auf den Einfüllstutzen drauf. So. Und stecken den jetzt anschließend in dieses Vertiefungsloch da rein. So. Als nächstes brauchen wir was zum Schrauben und zwei Schrauben GM. Denn wir machen jetzt die Motorhaubenverriegelung fest. Der ist zu groß, dann muss man einen anderen nehmen. Und schrauben diese jetzt hier neben den Stutzen. Schrauben wir die jetzt hier drauf fest. Dann brauchen wir diese Platte hier und sollen jetzt hier so ein Stück Etikett ablösen. Okay, haben wir gemacht und dann soll das jetzt auf den Querträger hier mit draufgeklebt werden. So, jetzt ist aber halt die Frage, okay, das, was zu mir zeigt, ist vorn. Also kleben wir das Ganze jetzt auch so in meiner Leserichtung hier drauf. Und zwar hier vorne, ne? Weil hier ist jetzt nichts irgendwie geschrieben, in welcher oder in welche Leserichtung man das drauf kleben soll. Deswegen mache ich das jetzt in meine Leserichtung. Also das quasi, wenn ich vor dem Auto stehe, das lesen kann, was da steht. So, schön andrücken, dass der Kleber ein bisschen warm wird und sich mit dem Lack ein bisschen verbindet. Okay, anschließend machen wir jetzt die hier drauf. Und zwar diese zwei großen Löcher gehören hier vorne ran. So. Und schrauben das Ganze dann mit KM fest. Dafür einmal umdrehen und hier in die Löcher schrauben. Okay, sitzt, wackelt und hat Luft. Dann können wir jetzt als nächstes den oder das Ersatzrad hier reinlegen. So, das soll man hier so ein bisschen drunter hebeln.
und dann passt das da gut hinein. Ne? Ja, Lieben, da haben wir es für heute auch mal wieder geschafft. Ne? Und da, guck mal, ne? Das Rädel liegt jetzt drin, der Querträger sitzt auch gut und ne? Macht auch schon, denke ich, ordentlich was her. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's bis dann gut. Ciao. Also Bastian von Defma Models. Adi.